So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play War of the Roses, ja, diesen super tollen, geilen Spiel. Ich muss dummerweise gleich was gestehen, bevor die Schlacht beginnt. Ich habe mir hier dummerweise, eine neue Rüstung gekauft, wie man hier sieht. Ich konnte nicht widerstehen, diese YouPorn-Scheiße. YouPorn-Scheiße, super. Jetzt habe ich das wieder im Hintergedanken. Weil darum, so, ne? Ja, mein Hintern soll bitte auch reisen und wir spielen auf der besten Map, die es nur hier gibt, ist diesmal Team Deathmatch und diese Map, sie ist einfach, boah ey, sie ist so geil, weil sie so hart gekotet ist, das einfach nur leckt, es leckt einfach nur, das ist nicht bei mir so, das ist bei jemand anderen auch so, sie leckt einfach nur, weil sie so schön ist. Der Entwickler wollte wahrscheinlich gar nicht, dass man sie spielt, deswegen denken sie sich, ach scheiß drauf, packen wir ein paar Bäume in die Ecke, Alter. Und dann machen wir das so scheiße, dass das hier alles leckt. Wird schon kein auffallen. Aber jeder wird die super tollen, geilen Bäume sehen. Weil Bäume! Boah! Das ist das erste Spiel mit Bäumen. Also von daher. Ja. Deswegen mussten sie unbedingt die Bäume entführen, diese tollen Effekte alle durchzukriegen. Boah, ey. Und naja, da muss man nun mal ein Spiel hart coden auf 10 FPS. Oder so. Das ist dann alles relativ. Hauptsache man hat Bäume. Ne? Weil sonst könnt ihr auch wieder die Peter oder sowas ankommen. Ey, sag mal, du hast da in deinem Spiel keine Bäume, ne? Weißt du, ey, weißt du. Wenn du da nicht sofort Bäume reinmachst, ey, ich sag dir, wir verklagen dich, ey, sowas von. Ich meine, wo sollen denn da die Tiere wohnen? Hallo, ey. Ja, gut. Und Hitler scheint es gerade nicht so zu interessieren, dass man ihn gerade abgestochen hat. Und die Musik passt gar nicht, weil es ist gar nicht spannend. Es wäre spannend, wenn dieses Spiel sowas wie Spannung gesehen ist, aber trotzdem. Ist heute mal nicht Radio Mona 10 siehst, sondern Soundtracks von, wie heißt es denn? Knights of Honor, haha! Könnte fast schon passen eigentlich, wenn dieses Spiel, wenn diese Leute hier, sowas wie ihre hätten, also wenn man mit sowas ähnliches wie ihre kämpfen würde hier, dann würde das schon passen, aber da wirst wahrscheinlich die Leute hier alle weder im privaten Gebrauch noch irgendwie sonst das Wort ihre kennen oder nutzen, ist das relativ, ne? Ja, I hear auch so vieles. I hear you forzen zum Beispiel. Das hört man nicht mehr, sondern das meldet man noch gleichzeitig. Das interessiert mich gerade einen feuchten Judenfurz, ob mein sogenannter Rottmeister hier im Kampf ist oder nicht. Schließlich interessiert das meine Feinde auch nicht. Von daher, ne? Braucht es mich ja so eigentlich auch nicht interessieren, ne? So, dann schreiben wir ja wie Robin Hood für Hartz-IV-Empfänger. Durch den Wald. Naja, Robin Hood für Hartz-IV-Empfänger, uiuiui. Den kenne ich auch noch, ey, ne? Weißt du, ey, guck mal, ich muss mal wieder Fallout 1 aufnehmen, ne? Aber das Spiel kotzt mich gerade an, weil es irgendwie so Sachen macht, dass ich nicht will. Ich renne hier einfach entlang. Dann laufe ich den Berg hier entlang und da wird die Musik immer episch. Dann schlage ich zu und treffe natürlich nicht. Mein Schwert ist nämlich nur 2 cm lang, obwohl es 10 Meter aussieht. Das ist eine optische Täuschung. Das passiert nun mal. Ich kämpfe auch gerne mal, ich habe als Neben, ja fick deine Mutter, als Neben, wie heißt es denn, als Seitenwaffe, habe ich die Holzverlags, weil die ist manchmal voll cool, Alter. Die Katze, ja zum Beispiel dem in den Arsch stecken und dann freut er sich. Ist sein Mittagszöpfchen. Ja, dir kann man das auch ganz tief reinschieben. Nee, aber das macht so mehr ein bisschen Schaden gegen gepanzerte Spacken, habe ich das Gefühl. Aber dieses Gefühl ist auch nur ein Gefühl der Gefühle. Und dass dieses Spiel so mal gar nicht irgendwie was hat mit Punkte, die irgendwie so da sind, um getroffen zu werden. Also, da kriegt man ja fast ein Kind für. Ne, jetzt stirb einfach. Dankeschön. Das ist meiner, weil ich habe ihn umgelegt und ich habe hier die 25 FPS. Und wenn man ins Gras guckt, hat man fast 30. Mensch. Das ist irgendwie so banal, weil es sind eigentlich, wenn es hochkommt, vielleicht 10 FPS Unterschied, aber trotzdem leckt das. Das ist nicht schön. Und dass er da vorne rennt, finde ich jetzt noch viel schöner. Unschöner. Ach, jetzt komm, du Pimmel. Ach, ich reiß dir doch das Gesicht raus und stickst dir ins Tzatziki, Alter.
Guck dir diese Polacken auf dem Pferd an. Ja, da ist er gestorben. Oh, hey, guck mal, kann der gut fliegen. I beg for mercy. I beg for Toilettenpapier. Sollte man es nicht vielleicht bedenklich finden, dass mir das Thumbnail erstellen mehr Spaß macht als das Spiel an sich. Das ist ja schon fast ein bisschen bedenklich. Scheiße, ich hoffe, ich habe diesmal die richtige Lautstärke ausgestellt. Weil man, wie gesagt, man kann ja bei dem Programm ja einstellen, Systemlautstärke und Mikrofonlautstärke. Ich hoffe, das ist jetzt laut genug. 65. Zu 35 müsste eigentlich so ein bisschen lauter sein. Hoffentlich. Wer weiß es schon, keiner möchte es wissen. Alle wollten es gerne wissen einmal und dann kam Hitler auf die Welt und keiner wollte es mehr wissen. Ja, und keiner wollte auch wissen, warum dieser Typ da einfach mich haut, aber irgendwie wollten es dann doch welche wissen. Und dann kam die ZDF und alle sind gestorben. Ist das nicht eine tolle interaktive Geschichte? Die kann man auch so auf Facebook erzählen, alle werden nicht auslachen. Da hinten ist gleich das Muselager und hier müssen wir uns mal ganz gut heilen. Weil dieses Parts 4 animierte Blut blinkt so, ich weiß mal nicht, was das bedeutet. Vielleicht heißt es, wir haben uns jetzt mit AIDS angesteckt. Aber es könnte ja auch was anderes bedeuten, ne? Deswegen einfach mal verbinden. Ich meine, so eine Binde würde auch echt helfen. Ein kleines Bindchen. Jetzt wollte ich ihn eigentlich gerade heilen, aber na gut, niederstechen ist natürlich auch eine lustige Sache. Und ich habe immer noch nicht den Arzt-Skill, sage ich jetzt mal, ausgewählt für meinen Charakter, damit wir hier die Leute, ja, deine Mutter, damit wir hier diese Noobs alle wieder schneller beleben können und alles. Na los, ich werde sowieso sterben. Siehste, tot bin ich. Weil das wäre natürlich schon praktisch, wenn wir die so ein bisschen schneller als Schneckentempo beleben können. Ja, dann beck dich doch bitte woanders irgendwo. Beck dich doch irgendwo mit einer Zeitung zu und geh schlafen. Was hältst du denn davon? Gut, mein Rottenführer ist sowieso gerade wieder im Kampf, von daher braucht man gar nicht versuchen, dort zu spawnen. Das wäre ein Unterfangen, das sich nicht lohnt. Habe ich jetzt ausgestellt, dass er das Overlayout nicht ausnehmen soll? Also eingestellt, dass er das nicht aufnehmen soll. Ich weiß es aber nicht. Ich meine, es stört mich persönlich nicht so, aber vielleicht stört es euch ja. Und keiner soll diese super tolle Folge sehen. Okay, na guck mal, da ist ja einer. Der sich wieder an den Bogenschütz vergreifen muss. Gut, um ehrlich zu sein, mache ich das auch immer. Erstmal die Bogenschützen, dann kommt der Rest. Das ist eigentlich auch immer... Was ist denn jetzt kaputt? In Robin Hood, was ich ja leider nicht spielen kann, weil wegen Windows toll ist, war eine Devise gewesen. Erst die Bogenschützen, dann den Rest. Weil der Rest kann niemals so schwer sein wie Bogenschützen. Weil die schießen einfach. Das interessiert ihn nicht. Gut, hier ist doch eine 50-50 Chance. Dass sie, ja, fick deine Mutter. Dass sie fick deine Mutter machen? Ach nee, dass sie ihre eigenen Leute treffen, aber es muss ja nicht. Ja, komm, triff mich doch einfach nochmal. Hey, kleine Schlampe hier. Mach mal hier die Bogenschützen kaputt, du Pferdeficker. Hallo. Oh, wieder nicht los war das? Ey, was ist denn das für ein AIDS-Gesicht? Bist du zu dumm, dein Schwert loszulassen? Ich hab das Schwert so lieb, ich lass es nicht los. Nein. Ich hab's mir ehrlich im Polen geklaut. Ich lass es nicht mehr los. Los, lass mich sterben, bevor... Ach, guck mal. Voll gedisst. Von einem LMB-Spammer gedisst. Uiuiui. Lass mal da spawnen, vielleicht. Kann man da irgendwie schön haben. Tötet die kastrierten Lancaster. Och, meine Fresse. Ich gucke mal, ob da nächste Runde vielleicht Eroberung oder sowas frei ist, weil. Oder doch nicht. Ach komm, wir lassen uns mal überraschen, was die nächste Map so lustiges bietet. Denn ich will jetzt endlich ohne Umwege diese beschissene Axt haben. Ich habe mir jetzt hier schon diesen Youporn gekauft. Youporn oder wie auch immer das aussprechen mag. Das kennt wahrscheinlich nur ein Schwuler. Ganz schlechte Idee. Habe ich mir schon gekauft, was ja auch schon eigentlich wieder eine unnötige Geldverschwendung war. Weil das ist ja jetzt nicht bedeutend besser als das andere.
Was ist denn hier los? Bin ich Aldi? Müsst ihr alle herkommen? Meine Fresse, Aldi ist um die Ecke. Geh kacken. Ja, aber sowas von Killstreak. Lass mich mal hinter den Wagen und Pokémon spielen. Meine Fresse. Gibt's was umsonst, wenn sie mich töten oder was? Kriegen sie dann Eis dazu? Hat denn ihre Mami gesagt, ey, guck mal, bring die Molo mal da, weißt du, kriegst du voll krasses Eis. So, bist du auch im Arsch. Ich will dann noch meinen Mega-Nigger-Killstreak, aber ich glaube, den kann ich mir sowieso abficken, abknicken. Na los, verreck doch, du Pimmel. Ja, jetzt kratz ab, komm, keiner braucht dich mehr. Ja, was dachtest du denn? Ich bin auf eurer Seite, also müsst ihr die Innentische haben. Ja, jetzt verreck doch einfach. Ja, ich weiß, und gleich habe ich auch noch Mega-Nigger-Kills, weil ich so eine geile Nutte bin. Und auf den Strich Hitler heiße. Ja, nee, interessiert dich natürlich gerade mal. Nein. Warum sollte dich denn sowas auch interessieren, Alter? Nee, das wäre jetzt echt dramatischer, wenn Hitler seine Tage hätte. Das würde ihn jetzt höchstwahrscheinlich mehr interessieren. Da würde er wahrscheinlich auch noch die Bild-Zeitung anschreiben. Ey, guck mal, Hitler hat seine Tage. Wie, man, hab ich dich nicht. Gut, mal gucken, was die nächste Runde bringt. Vielleicht bringt sie etwas mehr Freude und Spaß, aber ich mache erstmal einen kleinen Cutty-Fucky. Wir sehen uns im nächsten Part wieder.